Hallo Leute, heute zeige ich euch mal drei verschiedene Rifle Builds, weil ich finde Rifle sind sehr starke Units. Und hier das erste Rifle Build starte ich gleich mal. Das ist eigentlich ganz einfach, das ist mein liebstes Rifle Build, 4-1-4-1, ziemlich gut. Und am Anfang starten wir erst einmal. Na? Na. Jetzt hat mein Maus ein bisschen gesponnen. Zwei Arbeiter reinschicken und dann gleich den ersten, der wo das erste Gold rausgeschickt hat, mal einen Altar bauen. Dann der zweite macht gleich mal einen Hof. Bereit zur Arbeit. Ich kann hier nicht bauen. Und dann noch eine Kaserne. Ich kann hier nicht bauen. Ich kann hier nicht bauen. Ja, mein Lord. Das Rifle Build wird erst ein bisschen später starten. Aber dafür kann man besser arbeiten damit. Und dann kommt der nächste Arbeiter, kommt gleich in die Goldmine rein. Dann kann man das gleich mal hotkeyen. Ich mache meinen Altar immer auf 5, die Kaserne auf 3 und das Rathaus auf 4. Und dann einfach die Arbeiter hier rausspammen. Und jetzt, wenn der so ungefähr die Hälfte hat, kann man auch gleich schon eine nächste Farm bauen. Und dann geht es hier mal so standardmäßig weiter mit Archmage zum Creepen. Und einfach bis man 23 Food hat, Arbeiter spammen. 23 Food, genau. Oder 23 Essen. Und hier am Anfang braucht man eigentlich bloß mal erstmal 2 Soldaten. Was ist? Und da hat sich jetzt der Vorteil, dass man den ein bisschen früher rausgeschickt hat, da muss man nicht warten, bis man die nächsten Einheiten bauen kann. Dann kann man gleich auch schon die nächsten Soldaten bauen. Und immer weiter Arbeiter spammen, bis man 23 hat. Und dann muss man halt gleich techen, sobald es geht. Und dann kann man auch gleich schon hier creepen anfangen. Und immer den Wasserelementar tanken lassen. Und jetzt kann man auch schon techen. Der Arbeiter ist draußen und dann kann man gleich schon techen. Während man hier creept, besser gleich das Item aufpicken. Kann man gleich die Schmiede bauen. Und einen Hof. Es ist mehr Gold erforderlich. Sobald man genug Gold hat. Es ist mehr Gold erforderlich. Ich kann hier nicht bauen. Ja, mein Lord. Und dann geht's gleich weiter. Das Bild hier ist ziemlich gut. Ich kann's kaum erwarten. Normalerweise kann man hier auch ein paar Militia dazu nehmen, aber ich glaube, das kann man auch so schaffen. Glaube ich mal. Wird schon noch ziemlich hart. Und immer mit A drücken. Dann kann man auch gleich schon die nächste Form bauen. Und jetzt ist eigentlich der Punkt, wo man den Gegner harrisst. Oder man macht einen anderen grünen Spot. Jetzt hat man schon Level 2. Und den macht man auf dem Halden drauf. Ich baue gar nicht mehr Footmen. Man kann schon noch einen dritten Footman bauen, aber die Footmen sind ja immer so schwach. Und dann kann man gleich die Rifle spammen. Und der Tech ist, läuft auch schon sehr schön. Und dann kann man gleich noch ein Damage Upgrade machen. Muss ich kurz warten, bis ich genug Mana habe für den nächsten. Kann man auch gleich schon die nächste Form bauen. Oh, das ist natürlich schlecht. Das sollte nicht passieren. Ich kümmere mich darum. Dann nimmt man einfach mal ein paar Arbeiter, drückt mit A auf die Bäume.
und Schiff dann wieder zurück, wenn die zwei Bäume weg sind, dann kann man den Rifle auch wunderbar wieder raussetzen. Und immer Rifle spammen. Und sobald da das Upgrade heraus ist, den Helden bauen. Und darum ist es auch wichtig, dass man immer Forms baut. Sobald man zu diesem Punkt kommt. Jetzt kann man zum Beispiel hier den orangen Creep noch creepen. Immer viel creepen und jetzt kann man auch schon das Arcanes Sanctum bauen. Das ist auch sehr wichtig. Und am besten zwei Arbeiter drauf und dann gleich noch eine Form bauen. Dazu. Und die Form, glaube ich, reicht jetzt hier so. Und dann hat man schon die ersten zwei Rifle und der Held kommt natürlich dann auch. Natürlich habe ich jetzt noch den Shop vergessen. Den sollte man eigentlich, während man Techt bauen, man kann auch gleich weitermachen mit dem Damage Upgrade, aber ich baue jetzt erst einmal noch einen Rifle. Und die macht man auch gleich auf 3, dann hat man hier zwei Hotkeys und dann hat man gleich noch einen Priester raus. Jetzt kann man eigentlich schon probieren, so ein Orange Creep Camp zu creepen. Und gleich mal das Reichweite Upgrade machen und zwei Priester rausbannen. Zu diesem Zeitpunkt braucht man eigentlich keine Footmans mehr. Ich mache immer erst die kleineren Creeps tot. Da kommt schon der erste Priester. Normalerweise kann man die Priester auch auf 2. Jetzt passe ich jetzt nicht mehr so auf die Footmen auf, weil die braucht man ja nicht mehr so. Deswegen die beiden Rifle, die sollte man auch hinzufügen. Ich komme, um dieses Land zu säubern. Jetzt hat man zwei Priester, jetzt baut man noch eine Sorg. Zwei Priester sind absolut ausreichend. Was ist es diesmal? Was ficht euch an? In dieses Bild vor allem gegen Untote finde ich das Bild sehr stark. Und dann hat man zwei Priester, eine Sorg. Und dann bauen wir gleich den nächsten Rifle. Noch einen Hof bauen gleich. Jetzt habe ich ein bisschen spät gemacht. Normalerweise kann man das auch bloß mit 22 Food bauen. Jetzt töte ich mal noch einen von meinen Arbeitern. Sobald der Archmage Level 3 ist, lasse ich den gar nicht mehr mitkämpfen. Dann geht die ganze Erfahrung bloß auf den Mountain King. Und ich spiele auch den mit Thunderclap, weil das auch sehr immer ist. Normalerweise lasse ich die Caster immer auf 2. Rifle bauen und schon hat man 50 Supply, dann kann man noch die ganzen Upgrades machen und noch Healing Scrolls kaufen, die sind auch sehr wichtig. Jetzt schauen wir mal, wo mein untoter Freund ist. Und das war's eigentlich schon. Und damit kann man dann bloß noch Rifle und Ding spammen. Also ich sehe ihn hier nicht. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht starten. Hier hat er schon was gecreept. Immer langsam mit den Jungen. Vor allem die Rifles sind ziemlich stark gegen die Destroyer-Einheiten. Und hier kann man jetzt erstmal die ganzen Upgrades machen. Ich mache auch bloß die Damage-Upgrades für die Rifle, weil das andere ist eigentlich Goldverschwendung. Und dann kann ich eigentlich gleich schon mal den Untoten hier besiegen. Ist zwar nur KI, aber man
kann man immer so hier reingehen und bam. Die Caster immer ein bisschen zurückhalten, dass die nicht so schnell sterben. Der Großteil hier tankt eigentlich bloß. Im Archmage immer schauen, dass der ein bisschen zurück ist. Vor allem auf die Frosttower aufpassen. Kann man auch Slow mal aktivieren, habe ich jetzt vergessen. Wie ihr seht, der kann eigentlich gar nichts mehr gegen mich ausrichten. Und dann geht's dann halt damit. Ganz einfach, ganz easy. Und wenn da der Mountain King ein bisschen Probleme kriegt, das ist immer gut, wenn man so Heal Potions auf ihm hat. Und dann priest er die Wunden halt. Stormbolt, bam. Und das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Jetzt habe ich auch schon Level 4 auf meinem Watchmage und so kann man das wunderbar spielen. Also das ist jetzt mal die erste Variante, was ich immer gern spiele gegen One-on-One. Weil wenn man nur auf Rifle Bolt geht, dann kann es sein, dass man gerusht wird und dann hat man noch keine Einheiten. Und wie ihr seht, habe ich jetzt eigentlich gerade mal fast gar nichts verloren. Ein Rifle habe ich verloren und dann kann man eigentlich gleich weiter pumpen, aber bis auf 80 Supply. Natürlich kann man dann auch ein paar mehr Caster bauen. Und das ist erstmal das erste Rifle Build. Dann beende ich das hier einfach mal und zeige ich euch gleich das nächste Rifle Build. Ja, mache ich mal schnell eine neue Map auf. Und das ist eher besser für 4v4, würde ich mal sagen. Hier mache ich ganz standardmäßig, versuche ich bloß meine Ressourcen zu benutzen. Erstmal alle 5 rein und 2 an die Bäume ran. Dass man genug Wut hat. Und das dauert jetzt natürlich am Anfang ein bisschen länger, bis man genug hat, weil erst der dritte Arbeiter eigentlich dann was maut. Das war gleich die Schmiede. Und der vierte Arbeiter macht die Kaserne und der fünfte macht dann ein Altar und dann kann man schon einen vom Wut abziehen und für den Hof. Zeige ich euch mal schnell. So dauert es natürlich am längsten, aber man hat halt echt am meisten Rohstoffe für die Rifle und man kann die einfach rausspammen. Das sollte man nicht machen, wenn man an der Außenseite ist, zum Beispiel bei 4v4. Da kann es nämlich dann sehr schlecht enden. Und jetzt bin ich auf 10 Foot, jetzt warte ich bis der nächste einen Wood zurückbringt und baue sofort eine Farm. Bei 10 Foot sollte man das machen. Den lassen wir noch ein bisschen drin. Bis dann auch noch einmal einen Altar baue. Und dann kann ich gleich schon die nächste Farm bauen. Und so läuft das dann. Dann ist das Rifle Bolt eigentlich auch schon fast fertig. Und die Farm wird jetzt genau fertig, wenn der Arbeiter da durch ist. Arbeit ist vollbracht. Und dann könnte ich theoretisch auch gleich schon einen Rifle bauen, wenn das fertig wäre. Natürlich spare ich mir jetzt das Wut ein bisschen für den nächsten Hof. Wenn ich jetzt genug Wut habe, jetzt zum Beispiel, dann kann ich gleich die nächste Form bauen. Kommt auch gleich schon der erste Rifle raus. Und schicke ich noch einen auf Wut. Natürlich ist jetzt halt ziemlich spät, man könnte auch einen Tavern Hero benutzen.
wenn man möchte, aber ich benutze immer gerne Mountain King, der ist nämlich total imbar. Und jetzt, wenn man so viele Ressourcen hat, kann man auch gleich schon das erste Damage Upgrade machen. Das hilft nämlich sehr viel. Dann hat man auch gleich schon genug Wut. Ja, mein Lord. Und immer gleich im nächsten Hof bauen, wenn der erste wenn der Hof dann fertig ist. Und dann ein bisschen warten wieder. Arbeiter braucht man jetzt keine mehr. Jetzt geht es bloß noch um die Reife. Jetzt dann, wenn ich wieder genug Gold habe, kann ich noch gleich den nächsten Hof bauen. Ja, mein Lord. Geladen und entsichert. Habe ich zwei Rifle schon ready und Wood habe ich jetzt eigentlich auch schon genug. Jetzt kann ich dann gleich mal das nächste Upgrade rausschicken. Da sind die Rifle echt super hart am Anfang. Und schon hat man seine Rifle ready. Und das ist eigentlich ziemlich gut, weil da hat man am Anfang sehr viele Rifle auf einmal. Jetzt habe ich eigentlich genug Farms, jetzt schaue ich erstmal, dass ich die Rifle rausbringe. Dann kann man auch weiter creepen. Und jetzt mit dem nächsten Gold, was ich dann habe, das kann ich eigentlich auch mal ein paar Militia mitnehmen. Und das zu creepen und dann gleich mal einen Shop bauen. Aus dem Weg. Und hier, wenn man hier so das Sachen creept, dann ist es auch besser, wenn man die Militia tanken lässt. Ja, mein Lord. Und mit A kann man die Creeps dazu bewegen, dass sie andere Einheiten angreifen. Das ist eigentlich auch ziemlich unheimlich. Jetzt habe ich eigentlich genug Gold und jetzt kann ich gleich den Tech machen. Upgrades habe ich ja schon ready und Höfe habe ich auch noch genug. Und so ist eigentlich das Standard 4v4, also 4v4 Rifle Build, würde ich mal sagen. Dann hat man 5 Rifle, die sind alle sehr stark. 1-1 Upgrades. Der Tech wird natürlich ein bisschen später sein wie bei dem 1v1 Build. Und so läuft das dann. Dann kann man noch ein paar Rifle machen. Dann kann man den Gegner eigentlich schon fast überrennen mit dieser Armee, wenn ich ihn jetzt finde. Normalerweise kann man in Wandverband immer ein bisschen scouten. Guck mal, da hat er anscheinend schon was gekriegt. Nachtelf. Aus dem Weg! Wartet, bis ihr mich im Einsatz seht. Die Hunts da nehmen nämlich extra Damage. Bis ihr mich im Einsatz seht. Genial. Der hat jetzt auch eine schöne Armee, dann ziehe ich mich erstmal ein bisschen zurück. Aus dem Weg! Habt ihr ein Ziel? Aber da ich nicht ganz zurückpusht, renne ich den immer mal hinterher. Kann man auch noch mehr Rifle bauen während dieser Zeit. Und hier so richtig so, so reinhauen. Und dann gleich nochmal. Und schon ist man eigentlich ziemlich imbar drauf. Was? Na gut. Man kann dann auch noch ein paar Mortar-Einheiten hinzufügen. Ich komme. Was ist? Was auch sehr imbar ist, würde ich mal sagen. Wenn man die Burg hat, kann man gleich weitermachen mit dem Upgrades, weil man hat jetzt eigentlich schon fast 50 Supply. Und am Anfang würde ich nicht über 50 gehen, sondern erst schauen, dass man die ganzen Upgrades hat.
ziehe mich jetzt ein bisschen zurück, weil schon einige Rifle low sind. Ja, eine muss man nicht unbedingt machen. Guck mal, aber. Das Rifle Bolt mag ich auch sehr gern. Und wenn man auf Mountain King geht, immer schauen, dass er ein paar Potions hat, weil der wird gerne gefokust. Wenn man creepen geht, dann könnte man noch eine extra so eine Salve mitnehmen, um den hochzuheilen. Aber jetzt beende ich das auch und zeige euch noch ein drittes Rifle-Bolt, das wohl ein bisschen schneller geht. Mal wieder neue Map. Starte ich das. Und das hier ist wirklich super schnell eigentlich für die Rifles hier. Das eignet sich schon fast gegen. Also man schickt wieder zwei in die Goldmine und dann baut man gleich hier eine Schmiede. Die Schmiede, den Arbeiter von der Schmiede schickt man wieder zurück in die Goldmine. Man kann eigentlich auch gleich noch einen Hof bauen, aber den baue ich erst ein bisschen später, wenn die schon halb durch ist. Und wieder zwei Arbeiter auf Wood. Dann den nächsten Arbeiter gleich eine Kaserne bauen lassen. Bereit zur Arbeit. Ich gehe dann mal. Und jetzt kann man schon einen Hof noch bauen. Das war schon fast ein bisschen zu früh, aber das ist dann besser. Und den Arbeiter schicken wir auch wieder zurück in die Goldmine. Dann baut man seinen Altar. Dann hat man die beiden Buildings ein bisschen früher dran. Und den auch. Aber natürlich fehlt einem ein bisschen Gold dann auch, muss ich zugeben. Weil wie ihr seht, habe ich jetzt halt ein bisschen weniger Gold. Dann baue ich gleich noch einen Hof. Jetzt muss ich direkt ein bisschen sparen, dass ich den ersten Reifel gleich rausbringe. Jetzt brauche ich nämlich keinen Arbeiter, jetzt warte ich erst, bis ich genug Gold habe. Hier die Schmiede habe ich und den Hof habe ich auch schon. Der nächste Hof kommt dann auch gleich. Dann brauche ich erst den Rifle und dann kommt der nächste Arbeiter. Arbeit ist vollbracht. Was ist? Dann baue ich gleich den nächsten Hof. Jetzt kommt dann noch der Halb dazu. Nehme ich mal den Archmage. Kann er auch mit Mountain King spielen. Aber Archmage ist eigentlich super zum Creepen, würde ich sagen. Jetzt habe ich da natürlich einen Worker gebaut. Jetzt muss ich wieder auf Gold warten. Aber dafür habe ich den Rifle super schnell rausgebracht. Was braucht ihr? Und der Halt kommt auch ein bisschen schneller raus wie in dem anderen Bolt, wie in meinem zweiten Bolt. Habt ihr ein Ziel? Jetzt kann ich gleich noch den nächsten bauen und warte ich wieder, bis ich eigentlich genug Gold habe für die nächste Form. Geladen und entsichert. Mehr Arbeit? Na gut. Und dann muss ich wieder warten, bis ich genug Gold habe für den nächsten Rifle. Jetzt hat man eigentlich schon genug Wood. Dann kann man die Militia hier gleich mal benutzen zum Creepen. Was ist es diesmal? Geladen und entsichert. Nun warten wir noch ein bisschen bis zum Tech, weil Tech darf man auch nicht zu lange delegern. Man kann auch ein bisschen später techen. Dafür noch zwei Rifle mehr bauen. Arbeit ist vollbracht. Was ist es diesmal? Jetzt zeche ich gleich mal. Oh, das wollte ich jetzt nicht machen. Was? Das geht dann eigentlich auch ziemlich easy. Was ist es diesmal? Dann kann man
gleich mal den nächsten Rifle bauen. Ihr braucht meine Hilfe? Ich schicke mal wieder zurück. Was ist es diesmal? Ist eigentlich auch immer nett, dann so einen Shop zu creepen, aber da brauche ich wieder Militia dazu. Was? Ohne Militia kann ich den fast nicht creepen. Mehr Arbeit? Ihr braucht meine Hilfe? Geladen und entsichert. Habt ihr ein Ziel? Und das Gute ist eigentlich bei dem Spot hier, der droppt nämlich auch ein Sentry Ward. Und den pullt man jetzt einmal ein bisschen raus, dass die Creeps ein bisschen weiter draußen sind. Habt ihr ein Ziel? Ihr braucht meine Hilfe. Und so läuft es dann auch. Da habe ich jetzt einen Militia verloren. Die Berserker-Trolle machen ziemlich großen Schaden. Man kann auch auf Caster gehen oder so und dann. Aber wenn man auf Caster geht, finde ich immer, dann wird die Baracke hier nutzlos. Dann baut man die völlig umsonst. Wie ihr seht, habe ich jetzt meine 5 Reifen schon. Jetzt könnte ich. Ich habe auch schon den 6. wieder in Auftrag gegeben. Da habe ich noch einen Hof. Und dann könnte ich gleich weitermachen hier. Jetzt habe ich schon genug Reifen, dass ich da gleich den nächsten Creep-Spot clearen kann. Und immer den Wasserelementar tanken lassen. Weil der nämlich. Weil das besser ist, weil dann braucht man nicht so viel Heal kaufen. Und jetzt könnte ich dann auch, wenn ich genug Wut habe, gleich mal ein Upgrade durchlaufen lassen. Das Upgrade muss ich erst abbrechen, weil sonst habe ich kein Holz für den nächsten Hero. So, und das ist jetzt, sind jetzt eigentlich meine Rifle Bulls, die wo ich am liebsten spiele. Und würde mich freuen, wenn ihr ein paar Kommentare dazu macht oder mir sagt, was ich besser machen könnte oder was euch daran gefallen hat. Und wenn ihr noch den Like-Button drückt, würde ich mich darüber freuen. So, und das war's dann auch schon wieder. Also dann viel Spaß damit und tschüss.